Im festen Glauben, seine Armee hätte Theodens Volk in Helms Klamm vernichtet, wähnte sich Saruman in seinem Turm Orthanc in Sicherheit. Doch die Mauern Isengards konnten ihn nicht vor der Vergeltung der Baumhirten und Menschen bewahren. Und in Sarumans Kerkern warteten zahllose wütende Rohirrim auf ihre Befreiung. Während seine Verteidigungswerke giftige Dämpfe speien, entfesselt Saruman seine dunkle Magie. Und weil der Ausgang der Schlacht ungewiss ist, müssen Ents und Rohirrim gemeinsam dem Zorn des Zauberers trotzen. Und damit herzlich willkommen zurück auf Slendytube. Dritter Teil von der Herr der Ringe, die Eroberung. Gute Kampagne. Und jetzt geht's hier gleich los. Wir müssen Isengard erobern und haben jetzt erstmals vier verschiedene Klassen zur Auswahl. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Speer. Sie haben unsere Freunde gefoltert! Stürmt den Eingang zu ihren Gruben! Und da kriegen wir auch schon ganz klare Befehle, was wir zu tun haben. Ich spiele es natürlich, Wir müssen die Gruben nehmen! Schnell! Besetzt den Eingang! Auf der Stufe heldenhaft. Und jetzt können wir hier gleich mal einen unserer hinterhältigen Angriffe anbringen. Schnappen wir uns den Ork. Nein, verpasst. Da muss einer da hinten dran glauben. Hallo? Jetzt. Oh, verdammt, ich habe vergessen die Tasten. Natürlich funktioniert das nicht. Ich habe vergessen die Tasten wieder so umzustellen, wie ich es brauche. Bogenschützen! Naja. Wir müssen uns mit Magie schützen! Ich werde auch eine Folge. Erschlagt die Wachen! Stürmt den Eingang! Aua, diese Krieger sind nicht ohne, das merke ich schon. Vor allem, wenn man sie nicht trifft, verdammt nochmal. So. Jetzt können wir die mal alle schön in die Luft jagen. Boom. Also Speer, also ich bin jetzt eigentlich am liebsten Speer, eben gerade wegen diesen unsichtbaren Attacken. Aber das Problem ist, dass sie halt mit ihren normalen Angriffen nicht ganz so viel Schaden machen. Und gegen einen Krieger so im direkten Duell haben sie keine Chance. So, also wir erobern jetzt gerade diesen Punkt hier. Werft das Böse nieder! Nehmt den Grubeneingang! Die hier sind jetzt nicht so schwer, diese normalen, aber halt dann die etwas stärkeren, die zeigen dann schon mehr Gegenwehr. Den hier meinte, so einen meinte ich. Jetzt sollten wir lieber ein bisschen zurückgehen. Weil ich vielleicht nicht schon wieder sterben. Zack. Wir haben Fuß gefasst! Auf! In die Gruben! Der Hauptmann dort versucht, sie zu sammeln! Bringt ihn zu Fall! Da! Am Fuß der Rampe! So, also wir müssen einen bestimmten Ork jetzt töten, einen Hauptmann. Und da ist ein Speer ja wie geschaffen dafür. Wo ist er? Ah ja, da hinten. Ich sehe ihn. So, also dann schleichen wir jetzt mal da runter, aber ich habe nicht mehr arg viel Energie, zu mich unsichtbar machen. Naja, dann muss es jetzt halt schnell gehen. Da kommt er schon. Wo ist er denn? Nein, daneben, verdammt. So, jetzt. Der Ork-Hauptmann versperrt uns jetzt den Weg. Hab ich ihn. Fällt ihn! Er ist tot. Ein Glück. Sarumans Maschine speit tödliche Flammen! Zerstört dieses Höllengerät! Schade, reicht nicht bis ganz hin. Also, nächste Aufgabe, diese Feuermaschine da unten zu zerstören. Und das geht ja, müsste eigentlich mit Sprengfeuer ganz gut gehen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Hui. So, also da machen wir uns mal auf den Weg zu diesem zuerst. Aua. Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Ah, da ist Bogenschütze. Aua! So ein Drecksack. Das ist ein Sprengfeuer hier, so, interessant, wie viel Leben wir noch haben, gell? Okay, ich bräuchte mal einen Zauberer, sonst krepiere ich jetzt hier demnächst. Zauberer? Kämpft oder stirbt, ihr Mann. Hallo? Das Leben lädt sich nämlich leider Gottes nicht von alleine auf. Das
bisschen schade. Dann doch mal, was gibt's hier keine Zauberer? Also überleben wir nicht mehr lang. Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! So, ein bisschen Leben wieder geholt. Nicht viel, aber wenigstens etwas. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu dieser schönen Feuermaschine. Aber sicherheitshalber gehe ich immer unsichtbar durch, weil anders werde ich es nicht überleben. Ein Magier muss unsere Verbündeten heilen. Alter, wie der läuft, das sieht doch irgendwie krankhaft aus. Dafür wird er bestraft. Oh, jetzt sind aber auf einmal wieder einige. Eins. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! So, jetzt kommen wir vielleicht durch. Unsichtbar machen und irgendwie versuchen durchzukommen. Aber ich fürchte, ein Sprengsatz wird da nicht reichen. Nein, alles andere. Uiuiui. Naja, solange mich hier keiner angreift. Kann mich auch unsichtbar machen, greift mich garantiert keiner an. Weiß ich, der hat mich gesehen. Ja, komm, Orkis. Lass mich doch mal unsichtbar machen, das ist unfair. So. Keiner sieht mich. Zerstört die Feuermaschine! Da, im Herzen der Gruben! Die rennen schon freiwillig darunter, das nenne ich doch mal. Brave Orks. Nein, ah. Oh, jetzt habe ich aber echt nicht mehr viel Leben. Ah. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich anders hin soll. Weil wenn es hier keine Zauberer hat... Gucken, ob ich irgendwo einen Zauberer finde, weil... Vielleicht schaffe ich es ja, diese ganze Mission nicht zu sterben, aber das glaube ich ehrlich gesagt selber nicht. Weil ich weiß, was am Ende von dieser Mission hier kommt und... Ich weiß auch, dass ich das, wo ich es zum ersten Mal probiert habe... Zerstört die Feuermaschine, bevor sie unsere Verbündeten verbrennt! Ja, wo ich das Spiel jetzt zum ersten Mal diese Kampagne durchgespielt habe, da weiß ich noch... Da habe ich für den letzten Teil dieser Mission hier, den verrate ich jetzt noch nicht, habe ich ewig gebraucht. Naja. Das werden wir dann nachher sehen und solche Probleme kümmern wir uns nachher. Lass mich durch. Nein, daneben geht. Ah! Okay, das hat sie erledigt. Okay. Jetzt mache ich es anders. Weil ich erinnere mich witzigerweise. Diese riesige Maschine spuckt Feuer! Zerstört sie! Kann das Ding auch mit Pfeilen zerstören, daher. Komm. Sehr geschickt, dass wir auch nie irgendwie die Pfeile aus dem Köcher holen müssen. Das bringt es schon sehr. Irgendwas hat mir gerade irgendwie Schaden zugelegt. So. Viele werden leben, nun, da Sarumans Maschine zerstört ist. Oh, Schlangenzunge hat den Schlüssel für den Turm Orthanc. Wir müssen ihn Baumbart bringen. Alles klar, und wo ist Schlangi? Ah, da hinten läuft er ja. Er kann sich dämlicherweise auch unsichtbar machen. Die Schlüssel von Orthanc bekommt ihr niemals. Ist er denn? Ist so, ah, da ist er ja. Der kommt hier hoch, wenn ihr mich fragt. Ist der so nett? Tatsächlich, der kommt einfach hier zu. Hallo. Aua, okay, er ist doch der nicht Verräter so nett. Der Schlangenzunge versteckt sich. Es wird Zeit, ihn zu bestrafen. Ja, das ist eine gute Idee. Und dafür nehme ich dann auch wieder einen Speer, weil der kann ihn dann von hinten abmurksen. Wo ist er denn? Da hinten läuft er irgendwo. Der ist direkt an mir vor. Ah, da ist er. Für einen Narren bist du sehr mutig. Danke. Ah, und auch sehr tot. Okay, soviel zum Thema. Ich werde nicht sterben. Vergiss es. Schlangi, unsichtbar machen. So Wisch. Schlangenzunge muss sterben! Ja, absolut. Ein falscher Sieg endet im wahren Tod. Fick dich und fall darunter. Kann er nicht darunter fallen, wahrscheinlich nicht. Aber ich. Komm hier nicht mehr hoch. Doch. Komm, ich werde das Ding setzen. Ups, das wollte ich nicht. Ups, was habe ich jetzt gemacht?
Mein Meister will, dass ihr für euer Eindringen bezahlt. Das ist übrigens nicht der schwere Part dieser Mission, den ich vorher schon erwähnt habe. Der kommt noch. Schlangenzunge hat den Schlüssel zum Turm. Wir müssen ihn ihm abnehmen. Ihr seid genauso schwach wie eure Weiber und Kinder. Tja, du kennst ja meine Frau nicht. Ey. Jetzt ist er gleich tot. Komm schon. Der Verräter Schlangenzunge ist nicht mehr. Kämpft euch nach oben vor. Bringt Baumbart den Schlüssel. Alles klar. Baumbart, der gute Junge. Wo geht's denn hoch? Ah, wahrscheinlich da. Hütet euch vor dem Feuerball. Für die Mark! Es ist arg still gerade. So, jetzt wieder ein bisschen lauter. Was ist denn jetzt los? Scheiße, ich laufe in die falsche Richtung. So ein Dreck. Naja, da kommen wir auch runter, hoffe ich zumindest. Ihr habt den Schlüssel! Bringt ihn zu Baumbart! Zack, kurz noch den Krieger hier mitnehmen. Einmal im Fall. Lass mich durch. So, wer sich mir jetzt in den Weg stellt, ist selber schuld. Press. Oh, scheiße. Oh oh. Aua, warum hat er mich hier noch erwischt? Hey! Fick dich, lass mich durch. Ah, da ist Baumbart. Aua. Bitte. Ich bin stark wie eh und je. Alles klar. Seid standhaft. Alter, was für eine Stimme. So, wir dürfen jetzt hier so ein End spielen. Saruman darf keine Bäume mehr fällen. Findet einen schlafenden End und führt ihn in die Schlacht. Wir heißen euch willkommen. Der Marsch der Ents hat begonnen. Die Orks in den Türmen schießen mit Pfeilen auf uns. Werfen wir sie um. Oh Gott, da pennt man ja ein. Helft uns, die Wachtürme zu zerstören. Ich kann nicht so schnell laufen. Ich hab zu viel Valium gefressen. So, also kurz zum End, beziehungsweise wenn man böse spielt, ist das dann ein Troll. Die haben zwei Arten von Angriff, mein den normalen. Turm steht noch. Ja, ich bin gerade am Erklären. So, also. Werft die Holztürme um. Mach ich gleich. So, also ein normaler Angriff hier. Schlag. Dann starker Angriff. Und das Witzige ist, man kann sich Gegner packen und die dann werfen. Nehmen wir mal diesen glücklichen Zauberer. Komm her. Zack, der liebevoll getötet. Und jetzt. Ui. So, also müssen wir den Turm zerstören, sonst fängt er gleich wieder an zu labern. Dann drehe ich durch, weil diese Stimme, die macht mich fertig. La 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 la. Helft uns, die Wachtürme zu zerstören. Schon geschehen. Gut gemacht. Danke. Die Türme sind zerstört. Sperrt Saruman in den Turm von Orthanc. Wir müssen die Türen seines Turms besetzen. Die Stimme im Film ist ja gut. Wobei, die Stimme im Film finde ich eigentlich nicht schlecht von Baumbart, aber die hier ist ja katastrophal. Da kennt man ja echt nebenher einen. Hallo? Verpisst euch alle samt. Banditenpack! Zurück in eure Scheunen! Besetzt den Vorplatz am Fuß des Turms! Die Stimme gerade, also nicht der, wo gesagt hat, was wir machen sollen, sofort, das soll übrigens Saruman sein, für die, die es nicht erkennen. Okay, wir brennen und sind gleich ein bisschen am Verrecken, aber naja. Ansonsten geht's uns gut. Ui, da kommen noch mehr Orks. Hallo? Hüpst daneben. Na, dann krieg ich halt so. Nein!
Genau. Das ist das dritte. Als End kann man auf geballten Angriff, auf geballte Verteidigung gehen. Wenn man einmal hier drückt. So, jetzt habe ich eine bessere Verteidigung. Aber das Geschickteste ist, man kann sich mit Leertaste heilen. Und das so oft man will und ohne irgendwelche Kosten. Nehmt die Türen, damit Saruman nicht entkommt! La 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 la. So. Nächsten Teil. Ungebetene Gäste! Hier ist euer Willkommensgeschenk! Das ist aber nett, Saruman. Das hätte doch nicht sein müssen. Da sind auch noch so ein paar Penner. Gut, der war schon tot. Also, die meisten von euch ahnen wahrscheinlich schon, worauf das hier Ganze hier hinausläuft. Schnell! Nehmt die Türen von Sarumans Turm! Auf den Kampf mit diesem untergewichtigen Zauberer da oben drin. Ey, fick dich! Nein! Aua! Das sollte nicht so oft passieren. Weil das kann ziemlich tödlich sein. Eieiei. Komm her. La, 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 la. Aua, irgendwas schlägt mich wieder von hinten. Ich heile mich nochmal. Denk gar nicht dran. Nehmt die Türen, damit Saruman nicht entkommt! Isengard gehört uns! Sarumans Ende ist nah. Unser mutigster Krieger muss sich ihm nun in seinem Turm stellen. Genau das meinte ich. Das wird es nämlich echt übel, wenn man allein da rein muss und diesen Penner töten muss. So. Die Genialen unter euch sagen jetzt, ey, nimm doch einen Speer, mach dich unsichtbar und geh rein und kill ihn von hinten. Das kann man machen. Das Problem dabei ist, dass er dich sieht, auch wenn du unsichtbar bist. Das ist ein bisschen dämlich. Aber wir haben jetzt hier die Option, als Held zu spielen, als Gandalf der Weiße. Und dann probieren wir es mal weg. Ich bin Banditenpack! Zurück in eure Scheunen! Saruman versteckt sich am Ende der Treppe! Ja, ja. Hier endet es also! Hui, hallo? Hui, der sieht aber böse aus. Da muss er sterben. Komm, ich dresch die. Na, wie ist es, von einem 80-jährigen Mann verhauen zu werden? Na, wie ist das? Mistviech, gell? Jetzt guck's blöd. Tschüss. Scheiße. Deine Freunde werden dich sterben sehen. Mit wem rede denn der da oben? Geh in eigentlich? Den Turm und fälle den Verräter Saruman! Ja, ja, zu Befehl. Und du bleibst schön hier unten, gell? So. Also, jetzt wird's interessant. Da oben ist er nämlich. Sieh dich um, denn dies ist das Letzte, was deine Augen sehen werden. Oh ja. Ich geh mal vorsichtshalber mit Schutzschild rein. Da ist er ja schon. Tja, das ist nichts, Saruman. Oh Gott, das wird so hohl. Aua. Ja, deswegen hasse ich den so. Ich war nicht so. Die Treppe ist der einfache Teil. Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Sag bloß. Penner. Probieren wir es mal mit einem Krieger. Nächster Versuch. Ihr habt ja gesehen, wie schnell der Gandalf schon fertig gemacht hat. Und die Helden hier haben echt... Der Land Dämonen. Was? Nein! Also ihr habt gehört, wir sind Wilderland-Dämonen. Das kann ich nie auf mir sitzen lassen. Es gibt kein Morgen für dich. Saruman versteckt sich am Ende der Treppe. Ganz ehrlich, ich befürchte auch, dass es für mich keinen Morgen gibt. Aua. Ihr seht doch, warum. Friss. Doch, vielleicht kann ich auch die Treppe runterprügeln. Nein, anscheinend nicht. Doch, kann ich. Ich werde euch alle vernichten. Und das Geräusch gerade hat mir schon gezeigt, dass es sich geteilt hat. Hervorragend, das ist ganz toll. Und tot. Hervorragend. Das Blöde ist, dass er sich so schnell heilt, bis wir jetzt da wieder oben sind, ist der auch wieder fit. Die Treppe ist der einfache Teil. Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Nächster Versuch mit dem Speer. Wir haben die Zeit. Pack. Zurück in eure Scheunen. Ja, ja. Oh, guck mal, da liegen wir. ja. So. Uch, da ist er schon. Unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Mal sehen, vielleicht klappt er jetzt. Ja, es klappt echt. Nein, es klappt nicht. Aua.
Du Aua. Hast meine Diener verärgert. Das ist nicht meine Schuld. Tja. Geh in den Turm und fälle den Verräter Saruman! Alter, nimm... Och Mann, greif den doch an! Oh. Komm zu mir! So ein Dreck, das hat mich damals schon wahnsinnig gemacht. Bogenschütze, wir probieren... Ungebetene Gäste! Wir probieren einfach hier mal ist aus. Euer Willkommensgeschenk! Ist ja nicht so, dass ich heute noch was anderes zu tun hätte, oder ihr. Nicht wahr? Hier, friss Beil 1. Du wirst bald müde. Die Treppe ist der einfache Teil. Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Komm, greife an, greife an, greife an. Daneben. Ich auch. Alter, wie weit reicht denn dem seine Fähigkeit? Das ist ja un... Ich hab schon keine Lust mehr. Dein Zorn wird bald verpuffen. Ich treffe halt auch nichts. Ich werde wahnsinnig. Lalalala. So ein Penner. Eine Frage, was soll ich denn machen? Wie soll ich es besser machen? Banditenpack! Zurück in eure Scheunen! Saruman versteckt sich am Ende der Treppe! Das heißt, ihr versteckt, er wartet auf uns. Mein Gott, dieser Laberer, der geht mir auch mehr auf die Nerven. Er sieht uns schon, das merkt man gut, aber vielleicht schaffen wir es einmal hinter ihn. Nein, wir schaffen es nicht. Hier! Oh Mann! Wie sollen wir denn also das machen, verdammte Scheiß? Schade. Komm, wir müssen noch einen Zauberer, den hatten wir noch nicht. Wilderland Dämonen! Mann, 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 Mann. Geh in den Turm und fälle den Verräter Saruman! Ja. Saurons Auge beobachtet euch! Das ist so unwitz. Oh Mann. Oh, wir sind ein Krieger. Mit dem haben wir am meisten gezogen. Der Osten streckt seine Hand nach euch aus. Ja, mit dem End kommen wir übrigens hier nicht rein. Mit dem wär's leicht. Du enttäuscht Saruman mich. Versteckt sich am Ende der Treppe! Also ich treffe den halt nicht mal, da kann es ja auch nichts werden, ganz ehrlich. Ja, dazu darf man ihn halt eigentlich nicht kommen lassen. So rein, lichten sich! Ja, woran liegt es? Penner. Super, mit Gandalf hat der vorher schon so gut geklappt. Ich muss diesen... Der Osten streckt seine Hand nach euch aus. Aha. Geh in den Turm und fälle den Verräter Saruman! Hey, wehe, ich verliere, aber ihr seht hier oben, rechts oben, dieses Mal 2, das ist noch wie viel Personen, ob wir noch sterben dürfen. Während ich stärker werde, schwindet deine Hoffnung. Na gut, er läuft wenigstens rein. Probieren wir es mal mit Fernkampf. Ah gut, das war eine gute Idee mit dem Feuer, das war echt eine gute Idee. Mach dein Schutzschild weg, brav. Und friss Feuer. Aua. Deine Freunde! Die Treppe ist der einfache Teil! Saruman selbst ist ein weit größeres Problem. Jetzt kann's klappen. Tu das Ding weg. Ey, Penner. Brav. Ja! Yes! Saruman sitzt in der Falle! Sieg. Wir haben triumphiert! Gut. Das war jetzt ein sehr langatmiger Endkampf. Ich hoffe, es war für euch nicht zu langweilig. Jetzt sehen wir noch ein bisschen Story. Seiner Macht beraubt, musste sich Saruman der geballten Entschlossenheit seiner Gegner ergeben. Und am Ende wurde sein Verrat gerecht. Baumbart ist der neue Herr von Orthanc und die Gruben Isengards wurden von Sarumans Horden gereinigt. Doch die Macht des dunklen Herrschers ist nicht gebrochen. Denn Saruman war kaum mehr als ein Bauer, benutzt, um Gondors Grenzen zu schwächen. In Mordor marschieren Saurons Armeen auf. Denn dieser Krieg hat gerade erst begonnen. Das waren jetzt gerade zwar Sarumans Armeen, aber hey. Gut, damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.